Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hype News auf unserem Kanal. Ich weiß, der März war ein wenig langweilig von den Releases her, aber es wird im April definitiv besser, weswegen ich auch bei den Leaks in News ein wenig auf neue Releases zu sprechen kommen werde. Des Weiteren könnt ihr wie immer diesem Video einen Daumen nach oben geben, natürlich nur, wenn euch das Video gefällt. Aber für euch ist es kein Aufwand und uns würde es sehr, sehr unterstützen, deswegen lasst auf jeden Fall gerne mal dem Video einen Daumen nach oben da. Die Leute, die jetzt neu bei Hype News sind, bei Hype News stellen wir euch ganz viele Sneaker und Fashion Releases vor, deswegen lasst auf jeden Fall mal ein Abo da und schaltet die Glocke an. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, checkt mich auch noch gerne auf Instagram aus, aber ich glaube auch da haben die meisten Leute mich schon ausgecheckt. Deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum Top-Thema der Woche. Und für mich ist diese Woche das Top-Thema der Nike Air Max Day. Der findet jedes Jahr statt am 26.03. Und dort gibt es meistens zum Nike Air Max Day viele Special Releases von Nike Air Max Schuhen. Allerdings ist es, glaube ich, dieses Jahr etwas langweiliger, beziehungsweise es wurde sozusagen schon als Highlight-Release der Nike Air Max 90 in dem Bacon Colorway angekündigt. Den hatte ich ja auch schon im letzten Video vorgestellt und der ist zwar ganz cool vom Colorway her, allerdings auch nicht so wirklich interessant. Es kann natürlich noch sein, dass der ein oder andere interessante Release ebenfalls noch ansteht, aber so wie es momentan aussieht, wird es eher langweilig. Das Ganze wird sozusagen auch noch so über eine Online-Feier nur sein, also kann man, glaube ich, auf der Nike-Webseite oder auf der Nike-Sneakers-App eben an diesen Online-Event dran teilnehmen. Wie gesagt, ob der coole Release kommt oder nicht, weiß ich nicht genau. Ich würde sagen, wir checken das einfach mal zusammen aus und warten ab, wie es dann letzten Endes am 26., also am Freitag, so ausschaut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den normalen Releases und fangen wir da mal am 26.03., also am Nike Air Max Day an, mit den Nike Air Max 90 in dem Bacon Colorway. Dieser Schuh wird 140 Euro Mutter kosten und in den Size US 8 bis 13 schätze ich mal so circa 230 bis 250 Euro im Resale bringen. Ich muss mich kurz da auch mal berichtigen und zwar habe ich im letzten Video gesagt, dass der 2019-2020 schon mal rauskommt. Nein, dort wurde der sozusagen nur angekündigt, dass er eben rauskommen soll und das habe ich damit ein wenig verwechselt. Tut mir leid auf jeden Fall. Das letzte Mal kam der Schuh 2004 tatsächlich raus. Das Ganze ist also schon 17 Jahre her und mittlerweile ist es echt eine ganz schöne Ewigkeit gefühlt. Auf jeden Fall würde ich dennoch den Schuh nicht stocken, denn man kann es schon sehen an den Schuh, der damals 2004 rausgekommen ist, dass er nicht wirklich viel weiter in die Höhe gegangen ist und ich denke mal 250 Euro für diesen Schuh ist jetzt schon eine sehr, sehr amtliche und hohe Summe. Deswegen meine Empfehlung hier, wenn ihr den bekommen solltet, flippt den sofort. Stocken sollte sich an der Stelle hier nicht lohnen. Ein Tag später, also dann am 27.03. soll dann der Adidas Yeezy 700 V3 in einem K-Night oder Kia-Night Colorway rauskommen. Dieser Schuh wird 200 Euro Mutter kosten und in nahezu allen Sizes zwischen 250 und 300 Euro im Resale bringen. Auch das ist ein bisschen mehr als aus der letzten Woche, deswegen habe ich den jetzt auch auf jeden Fall nochmal mit reingenommen. Bisschen was kann man auf jeden Fall am Resale rausholen. Scheint der interessanter zu sein für viele Leute, als man denkt. Und falls ihr Interesse eben an diesem Schuh hat, der soll bei Luisa Via Roma, bei Asphalt Gold, bei N Clothing, bei S&S und bei vielen weiteren Stores rauskommen. Deswegen checkt den auf jeden Fall mal aus. Es kann sich auf jeden Fall lohnen, den zum Resale sich zu kaufen. Wenn ihr den bekommt, ist meine Empfehlung dennoch, den straight zu flippen. Ich denke nicht, dass der mit der Zeit viel weiter nach oben gehen sollte. Ebenfalls am 27.03. soll dann noch der Jordan 3 in dem Midnight Navy Colorway rauskommen. Dieser Schuh wird 190 Euro im Retail kosten und vielleicht in den Size US 9 bis 12 ca. 200 Euro im Resale bringen. Allerdings müsstet ihr den da dann auch schon straight flippen und ein bisschen Glück haben, dass ihr da ein wenig etwas im Resale rausholen könnt. Deswegen meine Empfehlung hier, verkauft den Schuh einfach direkt, flippt ihn sofort oder kauft ihn euch erst gar nicht, denn ich kann mir gut vorstellen, dass man gut auf den Sitzen bleiben kann, dass er halt einfach gar nichts im Resale bringt. Deswegen meine Empfehlung hier, wenn ihr den unbedingt zum Resale kaufen wollt, dann werdet ihr den am besten so schnell es geht einfach los. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu den gehypten Releases und fangen wir da mal am 25.03. mit den Jordan 1 in den Patina Colorway bzw. in den Rusted Shadow Colorway. Dieser Schuh wird 190 Euro Mutter kosten und ist jetzt so kurz vorm Release nochmal vom Resale-Wert ein wenig gesunken und ich denke mal, dass der jetzt nur noch nach dem Release so um die 220 Euro in den Size US 7 bis 11 bringen wird. Dementsprechend ist hier auch meine Empfehlung, flippt den am besten sofort, damit ihr noch das Geld rausholt. Ich denke mal nicht, dass Stocken sich so sehr lohnen wird, da er jetzt schon einiges gedroppt ist. Und meistens die Schuhe, die sich lohnen zu stocken, gehen erstmal sogar fast vor Release nochmal weiter nach oben, bevor sie dann kurz mal droppen und dann wieder nach oben gehen. Meine Empfehlung ist hier deswegen, flippt den einfach, das sollte sich am meisten lohnen. Ich würde den nicht stocken, ist glaube ich auch kein Colorway, der mit der Zeit nach oben gehen kann, beziehungsweise der schnell mit der Zeit nach oben gehen kann. Und die 50 Euro, die man nach einem Jahr da rausholen kann, werden sich auf jeden Fall nicht lohnen. Deswegen meine Empfehlung hier, verkauft den so schnell es geht, damit ihr, sage ich mal, das meiste da noch rausschlagen könnt.
Dann soll noch am 25.03. der Nike Air Max 97 in der Kulau mit Swarovski rauskommen. Solche Schuhe kamen damals schon, oder ich glaube so 2018, 2019, in der Kulau mit Swarovski raus, haben 400 Euro im Retail gekostet, bringen aber momentan zwischen 800 und 1000 Euro im Resale. Allerdings sieht es bei dem bis jetzt noch nicht so aus, als ob der so gut im Resale gehen wird. Momentan liegen die Paare bei 400 Euro im Resale und das ist auch der Retailpreis. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Resale bei diesen Schuhen eher nicht so interessant sein wird. Dennoch wollte ich euch darüber auf jeden Fall schon mal informieren. Außerdem sieht es momentan so aus, als ob dieser Schuh nicht in Europa rauskommen wird, denn er ist, glaube ich, bis jetzt nur auf der Nike Sneakers App in den USA gelistet. Deswegen haben wir momentan eh nicht die Chance, an den Schuh zurück wirklich ranzukommen. Dennoch wollte ich die Information euch auf jeden Fall geben, dass falls ihr irgendwie die Chance habt, an den Schuh ranzukommen, dass ihr auf jeden Fall wisst, was es mit dem auf sich hat. Und meine Empfehlung wäre hier, den am besten einfach straight zu flippen. Ich denke nicht, dass da jetzt so viel noch mit der Zeit gehen wird, denn es kam im Prinzip wirklich schon zweimal sehr ähnliche Colorways 2019, wie gesagt, raus. Deswegen meine Empfehlung hier, den am besten straight zu flippen. Weiter geht es dann am 26.03. mit den Adidas Yeezy Foam Runner in dem Sand und in dem MXT Moon Grey Colorway. Diese Schuhe oder Schlappen, Latschen, wie auch immer, werden leider nur in Amerika rauskommen. Letzte Woche hatte ich noch die Hoffnung, dass sie auch in Europa rauskommen werden, aber momentan sieht es so aus, als ob die vorerst nur in den USA rauskommen werden. Deswegen hat man auch da nur die Chance, wenn man irgendwie die Schuhe aus den USA bestellen kann, auf der Yeezy Supply Seite oder zum Beispiel auf der US Adidas Webseite. Dementsprechend haben wir jetzt erstmal wohl nicht so die Chance, den Schuh zu kaufen, was für viele Leute wahrscheinlich schade ist, weil zum Beispiel Tu jetzt scheinbar echt Bock auf den hat und sich den auf jeden Fall holen will. Aber momentan sieht es halt eben so aus, als ob die Möglichkeit eher nicht besteht. Wenn der Schuh aber rauskommen wird, wird er 75 Euro Mutter kosten und in den Sizes oder fast sogar in allen Sizes bringt er momentan zwischen 250 und fast sogar 350 Euro im Resale. Die Resale-Preise haben sich also sehr, sehr stabilisiert und sind eher sozusagen am weiter nach oben gehen, anstatt zu sinken. Und allgemein, da der Stock sehr limitiert sein soll, wird der Hype von dem Schuh auch ein bisschen größer sein. Ich persönlich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, ob ich den überhaupt auf dem Schirm gehabt hätte, wenn es jetzt, sage ich mal, kein Yeezy gewesen wäre. Und da, glaube ich, hätte ich dann eher gedacht, ach, das ist so ein Schuh wie so ein Croc, eher unwichtig. Und ich glaube auch, dass viele Leute den nicht wirklich tragen würden, wenn es halt eben kein Yeezy wäre. Aber dadurch, dass da sozusagen Yeezy hintersteht, also Kanye mit Adidas, ist er auf jeden Fall ein wenig gehypter und für viele Leute interessant. Ist eine interessante Silhouette, für mich denke ich, wäre es wahrscheinlich nichts, ich würde dann eher auf andere Schuhe zurückgreifen. Dann habe ich ja schon im letzten Video angekündigt, dass am 29.03. der Yeezy Desert Boot in den Top Blue Colorway rauskommen soll. Dieser Schuh wird 200 Euro Mutter kosten und in den Sizes oder nahezu auch da wieder in allen Sizes so um die 250 Euro Mutter bringen. Ich muss sagen, den Schuh finde ich sehr, sehr cool eigentlich mittlerweile. Dieses Blaue gibt den Schuh auf jeden Fall eine besondere Note. Allerdings ist jetzt der Winter nahezu zu Ende. Ich könnte mir natürlich kaufen, um für nächstes Jahr einen Schuh zu haben. Allerdings habe ich mir gerade sogar nochmal Boots gekauft, weswegen es jetzt nicht so nötig wäre. Aber ich finde die schon irgendwie sehr cool. Bin am überlegen, ob ich mir die holen werde. Ich denke, ich werde sie mir nicht holen. Dennoch auf jeden Fall Schuhe, die man auf jeden Fall mal mitnehmen könnte. Meine Empfehlung hier, da ihr echt wieder wahrscheinlich mindestens ein Jahr warten müsstet, bis die hochgehen, würde ich die eher flippen und die 50 Euro direkt mitnehmen. Aber ihr könnt natürlich auch bis zum nächsten Winter warten und hoffen, dass die dann nochmal 50, vielleicht bis auch 100 Euro nochmal steigen. Aber meine Empfehlung wäre hier, die am besten straight zu flippen. Und bei dem letzten Release, den ich jetzt diese Woche für euch habe, handelt es sich bei den Armanier in der Kulau mit dem Jordan 3. Dieser Schuh wird am 30.03. rauskommen, einen Retailpreis von 200 Euro haben und in den Size US 8 bis 11 bringt der Schuh momentan um die 6 bis fast 700 Euro. Ich denke mal, nach dem Release wird er dann ein wenig droppen und so auf 500 Euro runtergehen. Dennoch ist er auf jeden Fall eine sehr, sehr amtliche Summe. Dieser Schuh wird in einen Women's Size Run rauskommen, beziehungsweise ist er für Frauen sozusagen gedacht, aber die Sizes gehen bis, glaube ich, 47, 48 hoch. Das bedeutet, auch Mans können diese Schuhe tragen. Es wird oder ist meiner Meinung nach auch ein Mans-Schuh, denn ich finde, der hat auf jeden Fall keinen weiblichen Touch, sondern er hat einfach sehr, sehr gut verarbeitete und hochwertige Materialien, weswegen der Schuh auf jeden Fall nochmal einiges besonderer und besser wird. Und auch ich muss sagen, dass ich den sehr cool vom Aussehen finde. Es ist ein schlichter, cooler Jordan 3, der mit vielen guten Akzenten, sag ich mal, aufgehübscht wurde und hinten auf der Heelcap sozusagen ist einmal das Logo von Armanier und ich glaube auch auf der Lasche. Die Materialien sollen wie gesagt sehr gut sein, weswegen das für mich auf jeden Fall ein Schuh ist, der sehr interessant ist. Ich würde dennoch euch empfehlen, den Schuh am besten straight zu flippen. Ich glaube nicht, dass er mit der Zeit viel weiter nach oben gehen wird, sondern dass es einfach sozusagen ein Schuh ist, den man straight flippen kann, gutes Geld rausholen kann und dann sollte man, sage ich mal, weitergehen mit dem Geld. Oder man trägt das halt einfach, würde ich sagen, ist auch eine coole Idee. Wie gesagt, der Schuh ist sehr cool, sieht von der Quali gut aus, deswegen kann man da, denke ich mal, wenig mit falsch machen.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Leaks und News im Sneaker-Bereich und fangen wir da mal mit den Nike Air Max One in der Collab mit Klot und zwar mit dem Chuck Colorway an. Dieser Schuh soll jetzt eigentlich noch im März rauskommen, allerdings bin ich der Meinung, dass er erst irgendwann Mitte, Anfang April rauskommen wird, deswegen müssen wir uns da auf jeden Fall nochmal gedulden. Wenn dieser Schuh rauskommen wird, wird er 140 Euro Muster kosten und ich kann mir gut vorstellen, dass er in den Size US 8 bis 11 zwischen 250 und 300 Euro Muster bringen wird. Ich persönlich muss sagen, dass der Schuh eigentlich wieder ganz cool ist, der baut so ein bisschen auf den Konzept von den Kiss of Death auf. Allerdings finde ich, dass der dennoch nicht so wirklich zu mir passen würde. Der hat auf jeden Fall wieder diese transparente Toebox und allgemein sehen die verarbeiteten Materialien wieder sehr gut aus. Zum Beispiel ist auch wieder ein Wildleder dabei. Dieses Mal gefällt mir auch das Braun sehr gut und dass der halt nicht so bunt ist. Dennoch glaube ich, dass es kein Schuh für mich wäre. Meine Empfehlung hier, wenn er rauskommt, flipp den am besten straight. Ich denke nicht, dass es sich lohnen wird, den weiter zu stocken. Aber wie gesagt, soll eigentlich im März rauskommen. Ich denke mal, es wird eher ein April-Release und dass der sich noch ein wenig weiter nach hinten verschiebt. Dann wurde jetzt offiziell bestätigt, dass am 28.04. der Jordan 4 in dem University Blue Colorway rauskommen wird. Wenn der Schuh rauskommt, wird er um die 200 Euro Mutec kosten und in den Size US 8 bis 11 schätze ich mal, dass er 350 bis 400 Euro im Resell bringen wird. Momentan liegen sogar Early Pairs bei knapp 500 Euro im Resell. Nach dem Release wird das Ganze natürlich wahrscheinlich ein wenig droppen, dennoch wird er noch, denke ich, sehr viel wert sein. Denn allgemein, Jordan 4er sind dieses Jahr auch immer mehr und mehr im Kommen und der Jordan 4 University Blue ähnelt zum Beispiel den Jordan 4 Travis Scott sehr und allgemein ist es ein cooler Colorway jetzt für den Sommer. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der auch nach dem Release nochmal einiges steigen kann. Meine Empfehlung hier, probiert den mal zu stocken, aber wie immer behaltet die Preise ein wenig im Auge, denn es kann sein, dass der mit der Zeit nochmal runtergeht oder einfach stagniert, dann würde ich den verkaufen. Aber sonst auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr cooler Release, wird jetzt am 28.04. rauskommen, ist noch ein wenig hin, aber April ist vollgepackt mit coolen Releases, auch ein cooler Jordan 1er wird rauskommen, aber zu denen komme ich erst in der nächsten oder übernächsten Woche zu sprechen. Deswegen aber sehr, sehr cooler Release und ich denke mal, wir können uns auf jeden Fall auf den freuen. Dann wurde jetzt angekündigt, dass am 21.06. der Jordan 1 Light Fusion Red rauskommt. Wird. Für mich ist das sozusagen der Jordan 1 High von dem Dia de los Muertos Colorway. Das ist einer der, oder ein Colorway, der auf dem Jordan 1 mit rauskam. Und jetzt ist es für mich sozusagen die cleanere High-Variante. Ich persönlich muss dennoch sagen, dass mir das Color Blocking oder allgemein der Colorway nicht so gut gefällt, aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass für den Sommer viele Leute Interesse an den Schuh haben werden. Deswegen glaube ich auch, dass der so in den Size US 7 bis 11 ca. 250 Euro im Resell bringen kann, je nachdem wie hoch die Stückzahlen sind. Retail wird wie immer 160 Euro bei dem Jordan 1 sein und meine Empfehlung wird hier dann aber dennoch sein, den Schuh am besten zu flippen, denn man hat jetzt an den Jordan 1 mit Dia de los Muertos gesehen, dass der nicht wirklich nach oben geht, sondern der ist sogar echt einiges leider runtergegangen. Also für die Leute, die ihn gesorgt haben, tut mir auf jeden Fall leid. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cooler Schuh an sich. Also für mich jetzt nicht, aber ich denke mal, dass man damit, wenn man Bock auf den hat, nicht viel falsch machen kann. Deswegen ist auf jeden Fall ein Release, auf den sich der ein oder andere bestimmt freuen wird. Und bei den letzten beiden Leaks, die ich jetzt für euch habe, handelt es sich einmal um den Nike Dunk Low in dem University Blue und in dem Purple Pulse Colorway. Diese Schuhe werden jetzt höchstwahrscheinlich im April bzw. im Mai rauskommen. Der University Blue ähnelt sehr den Nike Dunk Low Coast. Ich habe ja beim letzten Hold aus Hell schon angesprochen, dass eben ein University Blue höchstwahrscheinlich rauskommen wird. Es gibt noch kein genaues Release-Datum für beide Schuhe, aber wie gesagt, im April bzw. Mai wird es soweit sein, denke ich. Und da werden diese beiden Colorways rauskommen. Ich persönlich muss sagen, der University Blue ist ein cooler Colorway für Frauen und für Jungs oder Männer. Und auch der Purple Pulse eher für Frauen, aber der ein oder andere Mann könnte bestimmt auch noch ein cooles Fit da rausholen. Deswegen sehr, sehr coole Release auf jeden Fall, wenn ihr rauskommen werdet. Wenn die ca. 100 Euro Muster kosten. Ich kann mir vorstellen, dass sie beide so zwischen 200 bis maximal 300 Euro Muster bringen werden. Aber wie gesagt, da es sehr coole Colorways sind und auch für den Sommer wahrscheinlich sehr interessante Colorways sind, kann ich mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall gut etwas im Muster bringen werden. Meine Empfehlung wird dennoch, denke ich mal, sein, die beide zu flippen, da sie viel am Anfang Muster bringen können. Aber ich würde sagen, zu viel brauchen wir da jetzt noch nicht drüber reden, denn es ist noch lange hin. Und deswegen würde ich sagen, warten wir einfach mal ab, bis es soweit ist, bevor wir jetzt irgendwelche Beschlüsse treffen. Und bei dem letzten Leak, den ich jetzt für euch habe, handelt es sich um eine Kollabo zwischen Union LA und den Jordan 3. Und zwar soll dort einmal ein Fire Red und ein True Blue Colorway rauskommen. Beide Schuhe sind auf jeden Fall sehr cool, beziehungsweise beide Colorways sind sehr cool. Und dann eben in der Kollabo mit Union LA können die auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich blende euch hier einfach mal ein Mockup-Bild ein von den beiden Schuhen. Ich persönlich muss sagen, wenn die so kommen würden, wäre es auf jeden Fall sehr cool. Aber
Ich muss halt auch sagen, dass zum Beispiel der Jordan 4 Union LA sehr, sehr cool und interessant geworden ist, obwohl da am Anfang eher nicht so gehypt war sozusagen, beziehungsweise ein wenig zu viel war. Finde ich, ist er im Nachhinein ein bisschen besonderer geworden, weil er halt einfach ein wenig mehr special ist. Diese Schuhe ähneln jetzt halt eben sehr den Fire Red und den Schuh Blue Colorway und haben eher weniger Akzente sozusagen, die den Schuh besonders machen. Dennoch würde ich sagen, wenn er so rauskommt, wäre schon cool. Man kann auf jeden Fall nichts mit dem falsch machen, aber mehr Informationen werde ich euch geben, wenn die Kollabo, sag ich mal, ein bisschen mehr in trockenen Tüchern ist. Bis jetzt ist es immer noch nur ein Gerücht, deswegen würde ich sagen, warten wir da einfach mal ab und ich werde euch mehr Informationen geben, wenn es soweit ist. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal zum Fashion-Suit-Bereich, wo ich eine Information für euch habe, die mich persönlich nicht wirklich interessiert, aber viele Leute von euch wahrscheinlich. Und zwar soll jetzt am 25.03. eine neue Supreme TNF-Kollabo rauskommen. Dort wird es wie immer die TNF-Nupze geben und noch viele andere Jacken, Accessoires, Tote-Bags und so weiter und so fort. Wie gesagt, mich persönlich interessiert der Release nicht so wirklich, deswegen werde ich auch nicht so viel über den erzählen. Aber ich blende euch hier einfach mal ein Bild von der Jacke ein. Dieses Design auf der Jacke werden auch zu 90% alle anderen Pieces haben, die rauskommen werden. Deswegen, mich spricht es jetzt nicht wirklich an, aber vielleicht den einen oder anderen für euch. Ob da noch Resale rauszuholen ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Damals sind echt die TNF Supreme Sachen sehr gut gegangen. Ich glaube, mittlerweile gehen die nicht mehr wirklich so krass gut, aber ein bisschen was kann man bestimmt noch rausholen. So Leute, kleiner Einschnitt hier nochmal aus dem Schnitt und zwar gibt es noch zwei Releases, die ich sehr cool und interessant finde, die ich jetzt noch vergessen habe und zwar einmal von Rooted to der neue oder der Sum Drop sozusagen und zwar soll da einmal ein Lavender Hoodie rauskommen, das ist so ein ja, lavendelfarbener Hoodie und dazu dann noch die Work Cargo Shorts, die auch auf jeden Fall sehr gut aussieht. Ich bin zwar jetzt auch nicht so der riesen Shorts Fan und trage nicht so gerne kurze Hosen, aber die sieht auf jeden Fall sehr solide aus, deswegen denke ich mal, könnte man mit der nichts falsch machen. Der Drop davon wird jetzt am 28.03., also am Sonntag sein. Und außerdem soll jetzt noch am 28.03. der Retouren-Drop von Atelier Rupart, also von ADR, anstehen. Das Ganze wird um 13 Uhr stattfinden und da werden eben Retouren, wie man sich schon denken kann, online kommen. Aus den letzten Kollektionen auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Es gab auf jeden Fall das ein oder andere coole Piece, welches dort rausgekommen ist. Deswegen checkt die beiden Releases auf jeden Fall sehr aus. Oder auf jeden Fall mal aus, sorry. Weil es sehr, sehr coole Releases sind und man da definitiv nichts mit falsch machen kann. Auch Rooted 2 war bei uns bis jetzt noch nicht wirklich hier in den Videos drin, deswegen diese beiden Releases natürlich auch nochmal gerne auschecken. Die habe ich ganz vergessen mit reinzupacken. So Leute, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal wieder mal zum Hold or Sell Bereich. Für die Leute, die es nicht wissen, beim Hold or Sell Bereich rede ich über vergangene Sneaker Releases und gebe euch Empfehlungen, ob ihr die Schuhe mittlerweile verkaufen solltet oder sie weiterhin stocken solltet, also sie aufbewahren solltet, bevor ihr sie eben verkauft, da sie vom Wert nochmal einiges steigern können. Ich habe diese Woche auf jeden Fall ein paar mehr Releases mit reingenommen, weil es wie gesagt nicht so viele krasse Releases bis jetzt in letzter Zeit gibt. Wollte ich euch damit auf jeden Fall mehr eine Freude machen. Wie immer, alle Informationen basieren nur auf meinen eigenen Erfahrungen und auf meinen eigenen Werten sozusagen. Wenn also irgendwas davon nicht stimmt, hafte ich nicht dafür und ich kann eben nichts dafür, wenn ihr sozusagen entgangenen Gewinn habt oder Verlust macht, weil ihr die Schuhe mehr stockt. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt direkt erstmal zum ersten Schuh und zwar handelt es sich hier um den Nike Ice Dunk Glow in dem Streetwalker Colorway. Meiner Meinung nach kann er auf jeden Fall nochmal so um die 100 bis 150 Euro nach oben gehen, wenn man ihn so circa 6 Monate stockt. Momentan liegen die so bei 400, 450 Euro und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man den, wie gesagt, 6 Monate stockt, dass man nochmal so 550 bis 600 Euro aus dem Schuh rauskommen erholen kann. Momentan gehen die eben nach oben und es kann gut sein, dass dieser Trend auf jeden Fall bestehen bleibt. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr den noch habt, stockt den auf jeden Fall nochmal, wartet nochmal ein bisschen ab, bevor ihr den verkauft. Der kann auf jeden Fall nochmal ein wenig nach oben gehen. Bei dem nächsten Schuh handelt es sich mal wieder um einen Nike SB Dunk Glow und zwar um den VX1000. Dieser Schuh bringt momentan so 400, 350 Euro so um den Dreh und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man den wieder nochmal so 6 Monate stockt, dass der auf 500 Euro hochgehen kann. Momentan hat der auch einen guten Aufwärtstrend und ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall noch ein bisschen bleiben wird. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr den noch habt, stockt den auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, zum Sommer hin, wenn man wieder mehr skaten kann, wenn, sag ich mal, die Skate-Community wieder mehr skaten kann, dass dann eben der Preis davon hochgehen wird, weil die Leute suchen neue Schuhe, neue coole Schuhe, aber halt auch die normale Community kann ich mir vorstellen, dass die Interesse an den Schuh haben wird. Deswegen meine Empfehlung, stock den nochmal, der kann definitiv nochmal ein wenig nach oben gehen. So, und bei den letzten drei Schuhen handelt es sich einmal um den Nike Dunk Low in dem Orange Pearl und in dem Black and White Colorway. Diese Schuhe würde ich auf jeden Fall nochmal 3 bis 6 Monate stocken. Beide haben einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt zum Sommer und zum Frühjahr hin ganz viele Outfits mit diesen Schuhen sehen wird, besonders bei den Mädchen, dass die auf jeden Fall nochmal auf 300 bis 350 Euro hochgehen können. Der
Black and White ist auf jeden Fall jetzt schon mal gut, wieder einiges gestiegen, hat sich schon auf 250 Euro fast schon hoch wieder gekämpft. Und bei den Orange Pearl Colorway, denke ich, wird es nicht anders sein. Auch viele von meinen Freundinnen, die nicht aus diesem Thema, sag ich mal, oder nichts mit diesem Sneaker-Thema zu tun haben, haben mich angesprochen und haben gefragt, wo man eben zum Beispiel den Orange Pearl oder den Black and White bekommen kann, weil die ja ausverkauft sind. Und ich glaube, dass viele eben, die nicht mal in diesem Thema so wirklich drin sind, Interesse an diesen Schuhen bekommen werden, sich die kaufen werden und dadurch sozusagen der allgemein vom Marktwert her steigen wird. Deswegen meine Empfehlung, den auf jeden Fall nochmal bis zum Sommer stocken, wenn eben viele Leute sich neue Schuhe kaufen wollen und dann auch unter anderem eben zu denen greifen, die ausverkauft sind, weil sie die einfach vom Colorway cool finden und von der Silhouette cool finden. Deswegen meine Empfehlung, stockt ihr auf jeden Fall, es sollte sich definitiv nochmal lohnen. Und bei dem letzten Schuh, den ich für euch habe, handelt es sich um den Jordan 4 in dem Torp Haze Colorway. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass er nochmal wieder einen guten Schwung nach oben hat, aber seit dem Release ist er echt kontinuierlich wieder angestiegen. Deswegen meine Empfehlung hier, den auf jeden Fall weiterhin zu stocken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er so in 6 bis sogar 12 Monaten, auf jeden Fall in 6 Monaten so circa 400 Euro bringen kann, aber auch in 12 Monaten so um die 450 Euro bringen kann. Deswegen meine Empfehlung, stock den auf jeden Fall mal, das kann sich nochmal gut lohnen. Allgemein, wie ich schon gesagt habe, Jordan 4 Torp Haze, ganz schön cooler Colorway eigentlich, kann man nicht viel mit falsch machen und besonders, wenn es vielleicht sogar bis zum Winter geht oder zum Herbst, dass der dann nochmal einiges nach oben geht. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr den noch habt, ihn nicht direkt verkauft habt, dann würde ich den auf jeden Fall nochmal stocken, denn da kann man nochmal etwas auf jeden Fall raus. So Leute, das war's dann jetzt auch schon mit den Sneaker-Informationen aus dieser Woche. Ich würde sagen, wir kommen nochmal wie immer zu den Fits der Woche, wo ihr Tu und mich auf euren Instagram-Bildern markieren könnt. Und da wir einfach immer der Community ein wenig etwas zurückgeben wollen, könnt ihr eben mit ins Video mit reinkommen. Und ich würde sagen, wir kommen diese Woche jetzt direkt mal zum ersten Outfit. Und zwar kommt es von unterstrich NoahTMC unterstrich. Er trägt hier auf diesem Bild, fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Und zwar trägt er ein Hemd unter einem Knit-Sweater, der einfach braun ist mit einem roten, ja, Stick sozusagen, beziehungsweise ist es ja reingewebt. Finde ich auf jeden Fall, die Kombi ist sehr cool, kann man auch auf jeden Fall mal machen. Man muss nicht dieses Full-Streetwear-Ding haben, beziehungsweise es ist ja irgendwo Streetwear, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Dazu dann noch eine navy-grüne Shoulderbag, die auch auf jeden Fall mit den ganzen, allgemein mit diesen Earth-Tones sehr gut zusammenpasst. Und dazu trägt er dann noch eine Art Chino-Hose oder ist eine beige Jeans-Hose. Ich kann es leider auf dem Bild nicht 100% erkennen. Grüße geht hier raus an Instagram, die Qualität immer sehr, sehr gut aufrechterhalten, wenn man die Bilder hochlädt. Und das letzte, was er trägt, sind dann Nike Air Force One ganz schlicht in Weiß, die halt einfach immer zu so einem Outfit gehen, wo man mit definitiv nichts falsch machen kann. All over auf jeden Fall sehr, sehr cooles Outfit. Leider keine Accessoires, finde ich, passen bei solchen Outfits immer sehr gut dazu. Also abgesehen jetzt von der Shoulderbag oder von der Bag, keine Accessoires. Ringe, ich trage auch keine Ringe, bin ich ehrlich, ich trage echt nur eine Uhr. Aber Ringe und Ketten werten das Outfit nochmal sehr gut auf. Will ich in der Zukunft auch gucken, ob ich mir mehr davon zulegen könnte. Und das zweite Outfit kommt dann von Dück.n. Er trägt hier auf diesem Bild erstmal, Ehre, Grüße geht hier raus an dich. Danke, dass du uns auch da so supportest. Er hat nämlich ein Reel gemacht mit unserem Hoodie. Ich würde aber sagen, wir fangen mal direkt hier oben an. Und zwar trägt er eine schwarze Beanie. Weekday ist da immer ein guter Anlaufpunkt, wenn man schwarze Beanies oder schlichte Beanies haben will, die auch nicht wirklich teuer sind. Auf jeden Fall trägt er hier eben eine schwarze Beanie, sieht so aus wie eine von Weekday. Dazu dann einen schwarzen Basic Pulli, also da in dem Fall unserer Everyday Hoodie von Trendvision. Guter Schnitt, gute Qualität, kleine Einbindung, Werbung hier. Wir haben noch ein paar im Shop, also wenn ihr Bock auf die habt, checkt die auf jeden Fall mal gerne aus. Dazu dann eine Tote Bag, in den Kommentar steht oder in der Caption steht, guess what's inside my bag. Ich weiß es nicht, sieht aus wie Schuhe, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hier noch eine Tote Bag dazu. Dann eine schwarze Hose, auch wieder so mäßig im Chino-Hosen-Style, Anzug-Hosen-Style, ich bin mir nicht 100% sicher. Und dazu dann noch die Yeezy 500 in dem Sand-Colorway. Auch da weiß ich nicht, welcher Colorway das jetzt genau ist. Aber all over sehr, sehr cooles Fit. Auch die Yeezy 500 kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die nochmal interessanter werden könnten in der Zukunft. Sonst würde ich aber sagen, war es das jetzt mit dem Fits der Woche und allgemein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn das der Fall war, lasst mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen. Schreibt das Ganze unten in die Kommentare. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, herzlich willkommen. Ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren und die Glocke anschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns Sonntag bei einem neuen Art Vlog wieder. Bis jetzt ist die Jacke noch nicht angekommen, aber ich hoffe, die wird noch ankommen. Deswegen bis dahin, haut rein und ciao.